Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Willkommen zu einer weiteren Folge. Heute haben wir eine weitere Mission für uns, nämlich die Besichtigung beim Mond. Da muss man bei 3 verschiedenen Wahrzeichen landen und sicher zurückkehren. Und das machen wir heute mit einer kleinen fallenden Rakete. Wir gehen auf Neu bauen und da haben wir quasi diesen kleinen Bauplan. Das ist der Bauplan, wenn man keine Expansion hat und der ist deutlich kleiner als der mit Expansion. Aber keine Sorge, das ist mehr als genug, um zum Mond und zurückzukehren. Wir fangen natürlich wie immer an mit einem Fallschirm, einer Kapsel und einem Hitzeschild. Die 3 Sachen werden zurück zur Erde kehren, alles andere wird zerstört. Darunter packen wir einen Separator und darunter einen 10 Tonnen Treibstofftank, ein kleines Kolibri-Triebwerk und ein Separator. Dann schalten wir hier unten links die Symmetrie an, nehmen uns 2 von diesen RCS-Düsen und packen hier auf diesen Treibstofftank drauf. Genau. Dann holen wir uns hier noch einen weiteren 10 Tonnen Treibstofftank und 2 weitere mit Symmetrie an. Dann gehen wir hier zu Aerodynamik, holen uns hier diesen aerodynamischen Rumpf an der Seite. Dann gehen wir zurück zu den Grundlagen und holen uns hier 2 weitere 20 Tonnen Treibstofftanks. Danach Velein-Triebwerke, 1 in der Mitte und 2 rechts und links. Dann scrollen wir hier runter und holen uns 2 Landebeine. Das sieht dann so aus. Darunter 2 weitere Separatoren, einmal links, einmal rechts. Dann die 15 Tonnen Treibstofftanks, erstmal 2 und danach 3. Das sieht dann so aus. Darunter dann 2-mal jeweils diese 20 Tonnen Treibstofftanks. Und dann darunter Falkentriebwerke. Die haben wir hier. Die klicken alle 3 an, gehen hier auf diesen Schieberegler und wir schalten sie an. Das drehen wir einfach nochmal um, damit das recht gut aussieht. Wir nehmen diese 3 Teile, kopieren das und verschieben das einmal nach rechts und danach einmal nach links. Das wäre ein Booster, da kommen noch hier diese aerodynamischen Spitzen drauf und dazwischen seitliche Separatoren. Eine letzte Sache, dazu gehen wir hier nochmal zur Aerodynamik und zwar wieder diese aerodynamischen Rümpfe. Und damit haben wir die Rakete quasi schon gebaut. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, sind die Stufen. In der ersten Stufe packen wir hier die beiden seitlichen Separatoren hin. Dann diese beiden Separatoren plus die 3 Triebwerke. Dann die beiden Landebeine. Separator und Kolibri-Triebwerk. Separator, Fallschirm und Hitzeschild. Und damit hätten wir die Rakete fertig. Das ist im Grunde alles, was wir brauchen. Ein Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, wenn ihr es nicht selber bauen wollt. Und dann beginnen wir mal mit dem Flug. Als allererstes erhöhen wir hier den Schub auf 100%, wir zoomen ein bisschen raus und starten die Triebwerke. Und dann folgen wir der Winkelanzeige um links, drehen uns ein bisschen weiter nach rechts, bis hier die Treibstofftanks leer sind, dann starten wir die nächste Stufe. So, die Booster sind leer, wir starten die nächste Stufe und der Winkel ist schon bei 75 Grad, das heißt gleich gelangen wir hier ins Weltall. Ihr seht, die Apoapsis ist jetzt über 30 Kilometer hoch, das heißt, wir werden garantiert ins Weltall gelangen. Ich mache das noch ein bisschen weiter, bis 35 Kilometer. Und dann drehen wir die Rakete ein bisschen, bis wir quasi vollkommen horizontal sind, also in etwa so. Und dann beschleunigen wir die Zeit etwa bis hier. Und dann drehen wir uns noch ein bisschen weiter. Und dann starten wir die Triebwerke erneut. Also erhöhen den Schub auf 100%. Dann gehen wir hier auf die Rakete und sagen Verfolgung. Und dann seht ihr hier diesen Punkt, das ist eben die Apoapsis. Wenn sie sich nach rechts bewegt, drehen wir nach rechts. Wenn sie sich nach links bewegt, drehen wir nach links. Und unser Ziel ist quasi, die genau auf der Rakete drauf zu haben. Das heißt, wir machen das im Grunde so. Drehen es immer mal wieder nach rechts, mal nach links. Wir haben keinen Treibstoff mehr, heißt wir starten die nächste Stufe mit den kleineren Triebwerken. Sobald wir eine Geschwindigkeit von etwa 1670 Meter pro Sekunde erreichen, haben wir einen stabilen Erdorbit. Und das seht ihr hier, da haben wir jetzt 2 Punkte. Das ist die Apoapsis, der höchste Punkt in der Bahn. Und da haben wir die Periapsis, der niedrigste Punkt in der Bahn. Und wenn beide über 30 Kilometer hoch sind, dann sind wir in einem Erdorbit, in einem stabilen Erdorbit. Jetzt können wir das einfach mal abspeichern. Wir sagen hier Zwischenspeichern. Man muss es nicht benennen, kann man machen, wie man will. Aber ich mache es häufig nicht. Wir zoomen raus, bis wir den Mond sehen und sagen Navigation.
Jetzt haben wir hier diese gestrichelte Bahn und zwei Punkte. Der obere Punkt ist der Eintritt, da erreichen wir quasi den Mond. Die gestrichelte Linie ist quasi die Flugbahn, die wir brauchen, um dorthin zu kommen. Und Transferfenster ist der Punkt, wo wir unsere Triebwerke starten müssen und beschleunigen müssen, damit wir diese Bahn erreichen. Und wir beschleunigen einfach mal die Zeit, bis wir kurz davor sind. Also ungefähr so. Dann drehen wir uns hier in diesem Fall nach unten rechts, weil wir an dem Punkt quasi nach unten rechts fliegen würden. Heißt, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Etwa so. Und dann beschleunigen wir noch ein bisschen die Zeit, bis wir eben noch näher dran sind. So, wir müssen noch uns ein bisschen weiter drehen. Aber dann können wir auch gleich die Triebwerke starten. Genau so. Das sind jetzt hier diese Valiant-Triebwerke, die sind ein bisschen schwächer als die Falcon-Triebwerke, aber sind deutlich effizienter und daher besser im Weltall geeignet. Ihr seht jetzt hier diese kleine Zahl, das ist unser Delta V. Das zeigt quasi an, wie viel Treibstoff oder wie viel Geschwindigkeit wir quasi noch zunehmen müssen, um diese Bahn zu erreichen. Ihr seht, die Apoapsis, die wird gerade deutlich größer und das geht halt so weit, bis sie am Eintrittspunkt ankommt. Dazu können wir hier die Zeit ein bisschen beschleunigen. Ich empfehle euch jetzt schon, den Schub quasi rauszunehmen, denn es bewegt sich schon recht schnell. Jetzt gehen wir hier zum Mond, zoomen ein bisschen ran. Da seht ihr die Periapsis, die müssen wir quasi noch ein bisschen kleiner machen. Und das machen wir quasi so weiter, bis es knapp über 5 Kilometer Höhe ist. Bei dem Punkt können wir quasi keine Zeitbeschleunigung mehr durchführen. Ich schalte jetzt hier die RCS-Düsen an, damit haben wir etwas mehr Kontrolle über unsere Flugbahn. Da haben wir etwa 5 Kilometer, also können wir dort einfach mal abspeichern, zwischenspeichern und neu erstellen. Und dann beschleunigen wir einmal die Zeit. Ihr habt hier diesen Punkt Eintritt. An dieser Bahn können wir irgendwo klicken, das ist vollkommen egal. Ich mache es einfach mal hier. Das ist dann schon recht nah am Mond dran. Und dann schauen wir mal weiter. So, wir können jetzt hier die RCS-Düsen ausschalten. Und dann machen wir das mal noch ein bisschen weiter bis dorthin. Halt, bis ihr eben kurz vor der Periapsis seid, machen wir es noch ein bisschen weiter. Dann drehen wir uns nach unten rechts, quasi entgegen der Fallrichtung, da wir in diesem Fall langsamer werden wollen. Wir wollen ja in einen Orbit kommen und diesen nicht verlassen. Das heißt, das sieht etwa so aus. Noch ein bisschen die Zeit beschleunigen, bis wir wirklich ganz kurz vor der Periapsis sind. Und dann starten wir die Triebwerke und ihr seht, wir brauchen da wirklich nicht lange. Und schon haben wir hier auch eine Apoapsis. Die verringern wir auch eben bis kurz vor 5 Kilometer in Höhe. Das dreht sich gerade ein bisschen, weil ich nicht genau entgegen Fallrichtung zeige. So, es ist nicht perfekt, würde ich sagen, aber nicht schlimm. Wir gehen hier einmal hin und benutzen wieder unsere RCS-Düsen und erhöhen das wieder auf über 5 Kilometer in Höhe. So, das reicht. Und dann speichern wir das Ganze nochmal ab. So, dann können wir uns aussuchen, wo wir jetzt landen wollen. Ich werde hier auf Copernicus, Ozeanestürme und Tychokrater landen, weil die drei deutlich näher aneinander dran sind. Das heißt, wir landen zuerst beim Copernicus-Krater, da beschleunigen wir einfach die Zeit, bis wir quasi kurz davor sind, darüber hinweg zu fliegen. Dann korrigieren wir hier mal kurz unsere Drehung und dann starten wir auch direkt die Triebwerke. Wir lassen das Ganze so lange laufen, bis hier das Ende der Bahn kurz hinter dem Copernicus-Krater quasi ankommt. Und ihr seht dort diese kleine Rakete, das ist tatsächlich ein Rover, den wir in einer vorherigen Folge schon dorthin gebracht haben. Vielleicht sehen wir den auch. So, wir sind da etwa an der richtigen Stelle. Das muss nicht perfekt sein, also ist gar nicht so relevant. Wir können hier auch schon unsere Landebeine ausfahren. Und jetzt warten wir hier bis etwa 2 Kilometer Höhe, wo wir das erste Mal uns ein bisschen verlangsamen und dann bei 1 Kilometer Höhe etwa noch, damit wir dann sicher landen können. So, wir reduzieren die Geschwindigkeit auf unter 50 Meter pro Sekunde. Dann beschleunigen wir die Zeit noch ein bisschen. Hier sind wir dann bei 1 Kilometer Höhe. Dort machen wir das Ganze nochmal. Und wir haben noch eine recht hohe horizontale Geschwindigkeit. Die würde ich gerne loswerden. So, das ist gut so. Und dann fallen wir jetzt hier quasi vertikal herunter. Einmal rauszoomen. Da sehen wir auch schon den Boden. Dann können wir jetzt hier auch langsam die
den Triebwerksschub erhöhen. Vorzugsweise sollte man mit einer Geschwindigkeit von unter 5 Metern pro Sekunde landen, damit die Triebwerke eben keinen Schaden nehmen. Da haben wir den Copernicus-Krater am rechten Bildschirmrand. Den Rover kann man kaum erkennen, ja? Aber wir haben es geschafft. So, dann speichern wir das einmal ab. Neuen Zwischenspeicher erstellen. Dann heben wir wieder ab. Wir drehen uns direkt auf knapp 45 Grad. Und dann drehen wir uns auf etwa 90 Grad. Also so. Und dann warten wir, bis quasi das Ende der Bahn knapp über dem Ozean der Stimme ist. Ja? Also hier können wir auch wieder die Zeit beschleunigen. So. Und so sollte es dann etwa aussehen. Ja? Dann beschleunigen wir einfach mal die Zeit. Wir drehen uns nochmal kurz um, wieder in die andere Richtung, damit wir wieder verlangsamen können. Und dann warten wir, bis wir etwa hier sind. So, gleich erreichen wir den Punkt. Wir können schon mal die Zeitbeschleunigung reduzieren. Und dann sagen wir Triebwerk an. Wir müssen jetzt hier möglichst viel von unserer horizontalen Geschwindigkeit loswerden, damit wir praktisch gerade runterfallen. So, das ist schon ganz in Ordnung. Dann drehen wir uns ein bisschen. Wir haben immer noch quasi ein bisschen horizontale Geschwindigkeit, daher sind wir so ein bisschen schräg. Aber an sich sollte das ganz in Ordnung sein. So, eigentlich bei 2 Kilometern Höhe müssten wir das normal machen, aber wir haben da noch nicht die Geschwindigkeit erreicht. Deshalb machen wir das einfach ein bisschen später. Und dann machen wir das natürlich nochmal bei 1 Kilometer Höhe. So. Und dann zoomen wir einmal raus. Da haben wir den Ozean der Stürme. Ozeane, Meere allgemein sind relativ flach. Das heißt, wenn ihr da eine Basis bauen wollt auf dem Mond, dann solltet ihr das an solchen Orten machen. So, wir befinden uns jetzt im Landeanflug. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass wir recht langsam auf dem Boden ankommen. Wir haben noch eine recht hohe horizontale Geschwindigkeit. Ja, okay, wir haben es gerade so geschafft. Wir wären fast umgekippt. Deshalb sind quasi hohe horizontale Geschwindigkeiten so gefährlich. Ozean der Stimme haben wir auch geschafft. Und können wir wieder zwischenspeichern. Und dann heben wir auch direkt wieder ab. Hier gibt es halt nicht sonderlich was zu sehen. Es ist halt einfach nur flach. So, wieder 45 Grad und kurz darauf 90 Grad. Wir zoomen mal wieder raus. Und dann machen wir genau dasselbe beim Tycho-Krater. Also ungefähr so. Wie viel haben wir hier noch drin? 14%. Das ist mehr als genug. Soweit ich weiß, also ich habe das jetzt mehrmals schon ausprobiert. Da braucht man etwa knapp 7% zur Landung. Also das sollte ganz in Ordnung sein. Jetzt beschleunigen wir auch wieder die Zeit bis etwa dorthin. So, wir sind gleich dort. Wir korrigieren mal unsere Drehung noch ein bisschen. Und dann starten wir die Triebwerke. Das hier sollte Tycho Krater sein. Wir sind gerade schon drüber hinweggeflogen. So, quasi fast die gesamte horizontale Geschwindigkeit entfernt. Dann drehen wir uns vertikal. Wir sind schon bei 2 Kilometer Höhe, aber wir sind viel zu langsam. Daher lassen wir das einfach mal aus. Und dann machen wir das eben nur bei 1 Kilometer Höhe. So, einmal kurz die Triebwerke anmachen. Aber wenn man das quasi in diesen 3 Schritten insgesamt macht, dann sorgt man halt eben dafür, dass man nie sonderlich zu schnell ist. Dann hat man eigentlich eine höhere Chance, ohne Probleme zu landen. So, dann machen wir uns langsam bereit für die Landung. Ich habe die Triebwerke ein bisschen zu früh gestartet. Da haben wir jetzt die letzte Landung, die auf uns zukommt. Und das war eine ziemlich gute Landung. Nur minimal hin und her gesprungen. Tycho Krater. Und da haben wir den Tycho Krater. Soweit ich weiß, ist Tycho Krater der tiefste Krater auf dem Mond und Copernicus Krater ist der breiteste quasi. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Das könnte alles Mist sein, was ich erzähle. An sich könnte man hier die obere Stufe quasi wegschmeißen. Ich benutze die jetzt einfach noch, weil wenn ihr da keinen Treibstoff mehr drin habt, dann könnt ihr einfach die nächste Stufe starten. Und ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Da war noch Treibstoff drin, aber so wird der Rest auch zerstört. Ja? Damit wir einfach keinen
keine Trümmer hinterlassen. Jetzt beschleunigen wir die Zeit, bis wir hier oben etwa kurz vor der Apoapsis ankommen. So, wir sind kurz davor. Jetzt können wir hier dieses kleine Kolibri-Triebwerk starten. Und da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil man sehr schnell ein Orbit um den Mond bekommen kann. Da kann man relativ früh schon den Schub reduzieren. Auch dieses winzig kleine Triebwerk kann sehr schnell zu einem Orbit führen. Und da haben wir es. Ihr seht, das ging recht schnell. Wir haben nicht ganz die Umlaufbahn erreicht, die ich haben will. Daher korrigiere ich die einfach noch ein bisschen. So, und das sieht ganz in Ordnung aus. Beides ist größer als 5 Kilometer. Speichern. Und dann zurück zur Erde. Wir klicken auf die Erde, sagen Navigation. Dann wieder eine gestrichelte Linie. Diesmal hier eine Flucht, ein Fluchtpunkt. Da verlassen wir hier quasi diesen hellgrauen Einflussbereich. Und dann beschleunigen wir die Zeit bis kurz vor dem Transferfenster, also dorthin. Dann drehen wir uns in Fallrichtung, also in dem Fall nach unten. Und dann warten wir, bis wir wirklich ganz kurz vor dem Transferfenster sind. Dann können wir hier die Zeit beschleunigen. Und dann sollten wir auch bald auf dem Weg nach Hause sein. So, wir müssen das jetzt natürlich noch verringern. Normalerweise mache ich das zwischen 15 und 20 Kilometer. Hier kommen wir gerade vom Mond. Das ist deutlich langsamer, es sind deutlich geringere Geschwindigkeiten. Daher können wir das ruhig ein bisschen tiefer machen. Zeit beschleunigen. Wir kommen von der rechten Seite runter. Das heißt, wir können Zeit etwa bis, sagen wir, bis hier erstmal beschleunigen. So, dann machen wir das noch ein bisschen weiter. Bis kurz bevor wir in die Atmosphäre eintreten. Das ist die erste Stufe, wie es aussieht, die hier irgendwie in einem sehr komischen Orbit kreist. Aber okay, die würde dann eigentlich schon längst verglüht sein, aber naja, egal. Wir starten die nächste Stufe und drehen uns quasi so, dass der Hitzeschild in Richtung Pfeil zeigt. Dann haben wir hier mit dem restlichen Stück so ein kleines Feuerwerk zum Ende. Und dann beschleunigen wir die Zeit, bis wir ja, in tiefere Atmosphärenschichten gelangen. Wir könnten jetzt schon den Fallschirm öffnen. Ich mache das für gewöhnlich etwas später, einfach damit wir schneller landen können. Aber viel später als 500 Metern Höhe sollte man das dann auch nicht machen, weil man sonst eben in Gefahr, die Kapsel quasi in Gefahr geraten lässt. Sobald der Fallschirm komplett geöffnet ist, können wir auch den Hitzeschild entfernen und dann breite auf dem Boden auf. Kurz darauf landen wir ganz sanft mit 5,9 Meter pro Sekunde auf der Oberfläche. Da haben wir es, Besichtigung, da haben wir direkt den Erfolg bekommen. Bei 3 verschiedenen Wahrzeichen landen und sicher zurückkehren. Ja, da haben wir die ganzen Missionserfolge, insbesondere hier auf der Oberfläche des Monds gelandet, 3-mal hintereinander. Und dann war es das. Ich würde ganz gern die erste Stufe hier noch zerstören lassen, haben wir sozusagen ein zweites Feuerwerk hier. Aber an sich war es das auch schon mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss. Wow, das war unspektakulär. Egal.